Hallo, hier ist Cinema-Redakteur Ralf Blau. Ich möchte Ihnen jetzt die französische Komödie Willkommen im Hotel Mama vorstellen. Es geht um eine 40-jährige Architektin, deren Büro pleite geht, die arbeitslos wird, die ihre Wohnung verliert, kein Geld mehr hat und zurückziehen muss zu ihrer Mutter. Eine im Grunde sehr heikle Situation und auch eine relativ aktuelle Situation, weil das ja relativ vielen Leuten passiert, die angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Europa auch im späteren Erwachsenenalter eben ihre arbeitslos werden und zum Teil ja wirklich in die elterliche Wohnung oder ins elterliche Haus zurückziehen. Also eine brisante Situation. Dieser Film nutzt sie leider nur zu einigen sehr lauen Gags, im Grunde so auf dem Niveau von einer heiteren Boulevardkomödie. Die Mutter hat eine Affäre mit ihrem Nachbarn, was die Tochter aus zunächst unerfindlichen Gründen nicht erfahren darf. Daraus ergeben sich so ein bisschen so slapstickhafte Situationskomiken. Am Schluss löst sich das Ganze relativ schnell in Wohlgefallen auf. Also im Grunde eine gute Idee, die dieser Film leider auch ziemlich gnadenlos verschenkt.